Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen auf dem Kanal Oberspielt mit Musik und Minecraft. Heute haben wir den 13.12.2016, es ist 22 Uhr und 26 Minuten und schauen wir mal, was wir noch zu tun haben. Hier die Monsterfalle und das Gericht Markt Schmied. Gucken wir mal hier, Monsterfalle und Gericht. Monsterfalle habe ich hier unten schon angefangen. Da möchte ich heute in der heutigen Aufnahme mal nicht weitermachen, sondern ich habe mir einen schönen Platz überlegt für das Gericht und dann werden wir mal da anfangen. Das Gericht soll ja auf einem schönen, markanten Punkt sein. So. Jo. Wie sieht das hier aus? Optionen, Musik, Gesamtlautstärke 72, okay, fertig. Musik ist ein bisschen, Musik habe ich ja ausgemacht, genau. Gibt es hier Untertitel? Ach was. Gut, brauchen wir jetzt nicht. Wir machen hier mal weiter. Ja, Gericht, was habe ich mir da überlegt? Gucken wir uns das mal von hier an. Das hatte ich ja schon mal irgendwann gesagt, dass ich da was bauen wollte an der Stelle. So, habe ich denn den zu? Jawohl, wunderbar. Optifine funktioniert auch. So, hier unten soll ja eine Siedlung entstehen. Haben wir ja so einen kleinen Wasserlauf gemacht. Und jo, und das Gericht habe ich mir gedacht, baue ich hier auf dieses Podest. Oberhalb der Mühle. Ach, da müssen wir auch noch mal so eine Glocke, so eine Uhr hinmachen, damit man da auch so ein Geräusch hört. Irgendwann werde ich das auch mal machen. So, dann werde ich Folgendes machen. Also hier ist ja die Bahnlinie, die da hochgeht zum Neuberg. Zack. Und da müssen wir was abzweigen. Hier so eine Weiche machen. Und dann geht so eine Bahnlinie runter in die Siedlung hinein. Ja, da werde ich hier irgendwo bauen und dann ist also geplant, hier sozusagen das Gericht zu machen. Wir werden hier so einen kleinen Wasserfall bauen, der dann hier so runterfließt und dann hier in diesen Fluss rein mündet. Ne? So. Ja, also wir haben viel vor. Das machen wir natürlich nicht alles heute, ist auch klar. Und dann starten wir mit dem Wasserfall irgendwo da oben. Da müssen wir natürlich sehen, dass der zugedeckt ist, damit er nicht einfriert. Der Rest fließt dann also von selber. So, das ist so die Planung. Und das denke ich mal, wir haben jetzt Folge 1700 und blablabla. Was weiß ich, 20, 23, keine Ahnung. Habe ich wieder vergessen. Ich habe vorhin extra geguckt, aber irgendwie so in der Größenordnung. Also, das sollte man bis 1800 fertig kriegen. Wir werden da jetzt nicht konzentriert dran arbeiten, sondern naja, vielleicht doch. Mal sehen. So, wie machen wir das Ganze? Ja. Welche Materialien nehmen wir da? Weiß ich jetzt. Wo ist denn hier die Spinne, mein Gott, die mir Niklas da als Osterei dagelassen hat? Also, die sitzt jetzt schon seit 1000 Tagen oder noch länger da unten irgendwo drin. Vielleicht ist es ja auch immer eine andere, weiß man ja nicht. Ihr hört gerade übrigens die neuesten Musikstücke. Ich bin ja jetzt wieder so ein bisschen aktiver geworden, was Musik produzieren angeht, Musik komponieren angeht. Das liegt halt nicht daran, dass ich irgendwie keine Lust hatte oder was. Mir ist halt nichts eingefallen. Ist halt manchmal so. So, wie sieht das aus mit Lehm? Wir haben ja hier Lehm genug. Können wir den... Moment, wie macht man eigentlich Lehmziegel? Da müssen wir das brennen da oben. Na? Dann könnte man hier auch Ziegelsteine machen. Machen wir mal... Haben wir denn da oben noch irgendwas drin? Da ist natürlich nichts drin. Da ist auch nichts drin, weil das ja alles schon schön... Ach, ich könnte mal vorher auch die
Wolle wegtun. Wolle down. So, was habe ich denn gesagt, als ich jetzt letztens Poppyhausen aufgenommen hatte? Ich wollte mich eigentlich... Schwarze Wolle, ja. Ich will ja eine Anzeigentafel machen da hinten. Fichtenholz. Können wir das Fichtenholz gleich gebrauchen? Können wir die Scheren mal reparieren? Ach so, ja, das da. Irgendwann mache ich das auch mal, dass ich das hier mal neu mache, das Texturenpack meins. Das ist im Moment noch ein bisschen verschoben. Beziehungsweise ich habe ja das falsche Texturenpack drin. Na, eins, was nicht wäre. Wir spielen ja auf der 1.10.2. Na, jetzt, und da bleiben wir auch erstmal dabei, beziehungsweise gehen auf die 1.11 dann, wenn es mir passt. Und das sollte nicht allzu lang sein. Und dann bleiben wir länger auf der 1.11. Da gibt es dann auch neue Monster und sowas. Und wir sind ja, glaube ich, ganz gut ausgerüstet hier mit unserer Rüstungshärte. Rüstungshärte. Was? Diamantbrust. Achso, Rüstungshärte plus 3 Rüstung. Ach, das ist ja gar keine Verzauberung. Da oben ist Verzauberung. Schusssicher 4, Atmung 3. Wunderbar, hatte ich mir das mal gecraftet, oder? Naja, keine Ahnung. Schutz könnten wir da mal drauf packen. Aber wir sind ja eigentlich gut gerüstet hier für das Let's Play. Die Monster sind ja nicht so kräftig und stark wie... Was wollten wir jetzt machen? Wir wollten leben. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, sagen wir mal 12 Dinger, dann machen wir da Kohle rein, machen wir das mal teilweise hier. So, wie sieht das aus? Kohle haben wir natürlich da oben. Ich gucke immer falsch, ist immer so. So, wir brauchen also 8 in jeden Ofen da rein hier, also 8 hier. Ach, da haben wir noch genug. Da haben wir auch noch genug. Da haben wir auch noch genug. Prima. Gucken wir mal, ob dann auch das rauskommt, was da rauskommen soll. Na. So ist es. Genau. Ne? Man ist sich nicht 100% sicher hier. Bei mir und meinen Beratern, die ich heute hier an meiner Seite habe. Nämlich gar niemanden. So. Nehmen wir mal paar Kohleblöcke. Ach, wir können es mal ein paar Kohleblöcke machen. Die Holzkohle können wir eigentlich auch mal verbrennen. Wie macht man Kohleblöcke? Da nimmt man natürlich dieses Ding und macht da 9 mal 9 draus, bitteschön. Und nicht so ein Mist. Ah, 12 Blöcke. Das ist sehr schön. Da tun wir noch mal so ein paar rein. Da können wir noch die 2 Kohle da rein pflanzen. Ja. So, dann verbrennen wir erstmal die Holzkohle. Adieu, Holzkohle. Und die 2 Kohlestücke. Schmeißen hier die ganzen Leben mal rein. Vielleicht bis auf die paar. Und dann tun wir hier mal so ein paar Kohleblöcke da rein. Ach ja, bisschen viel, ne? Nehmen wir mal wieder welche raus und dann sind sie weg. Okay. Die behalte ich mal hier, die kommen dann nachher in die kleinen Öfen. Was haben wir hier noch so drin? Da haben wir noch gegrillten Stein und da kommen inzwischen auch die Ziegel raus. Jawohl, prima. Okay, es läuft also alles. Wird schon wieder Abend. So ist es.
Ja, während ich jetzt hier aufnehme, ist ja Varro 4 voll im Gange. Wenn ihr das hier seht, die Folge, dann sind wir kurz vor Weihnachten. Da weiß man nicht, ob es dann noch voll im Gange ist. Keine Ahnung. Wir haben ja den 13. und vor Weihnachten irgendwann, das sind dann noch vielleicht 10 Tage. Ich weiß nicht, ob die über Weihnachten aufnehmen wollen. Wahrscheinlich eher nicht. Also werden sie dann wohl so eine Art Endkampf machen, wie sie es beim letzten Varro gemacht haben. Keine Ahnung. Das war ja sehr schön, da haben sie alle gleichzeitig auf dem Server gesessen, dann mehr oder weniger. Ist auf jeden Fall recht spannend. Und eigentlich wollte ich heute was zu, ja, da habe ich jetzt natürlich was vergessen, zum Abschied von Borgtube Media sagen, aber das mache ich dann bei der nächsten Aufnahme, denn da hatte ich mir so ein paar Kommentare angeschaut, die dann auf der ersten, unter der ersten Folge waren, unter der ersten Abschiedsfolge, und muss dann sagen, manchmal ist man doch ein bisschen enttäuscht, was da so kommentiert wird, wenn sich einer verabschiedet. Aber da komme ich dann bei der nächsten Aufnahme dazu. Heute machen wir mal richtig. Ja, wir fangen mal an mit dem. Was hat denn das 9,5. Mal? Die Diamantaxt hat auch 9 Angriffsschaden. Na gut, das ist ja auch eine Axt. Kannst du ja echt auch zum als Mordinstrument benutzen, aber ich sollte mir vielleicht dann trotzdem eine Schaufel machen. Oder kann man eigentlich aufs Markt schaufeln? Nee, das geht nicht noch. Na gut, dann machen wir uns mal ein paar Schaufeln. Geht da oben rein. So, dann machen wir uns mal ein paar Schaufeln und wahrscheinlich haben wir schon welche, wenn ich jetzt in die Werkzeugkiste gucke. Nee, haben wir nicht. Super, haben wir doch richtig gemacht alles. Aber da tue ich mal diese Diamantschaufel hier weg. Die ist mir zu unhaltbar im Moment. Und dann bleiben wir halt hier mit den Diamantdingern. So, da werden wir uns ein paar Eiermaschinen mitnehmen. Also eigentlich brauche ich nur zwei. Und dann müssen wir die Bahnlinie bauen. Oh, wir haben viel vor. So, diese durchsichtige Hand, das scheint wirklich. Oh, da muss ich mir. Nee, Varro ist ja nicht auf 1,12, ne? 1,11, 1,10, sondern auf 1,89 noch, weil sie wahrscheinlich nicht das neue Kampfsystem haben wollten. Keine Ahnung. Mir ist das völlig wurscht, weil ich die andere Hand eh nicht nutze hier. Da könnte man ja dann irgendwas draufpacken, zum Beispiel Stöcke oder was. Aber ich tue da nie was drauf, weil ich das nicht gewöhnt bin. Und wenn man dann so guckt bei Poppyhausen, zum Beispiel bei Onkel Poppy oder Christina, die dann hier ihre Fackel drin haben, da gibt es jedes Mal Konfusion, mit welcher Hand man eigentlich was setzt. Ne, ich bleibe bei dem Alten, das ist mir gewöhnt. Ne, Opas sind ja konservative Leute. So. Gericht, ja. Erstmal Wasser. Wasser. So, da war es schon schnell wieder zugefroren. So, dann machen wir uns mal ein Ei. Ja. Gut, wir haben da hinten auch noch Wasser, also das ist nicht das große Problem. Gehen wir mal runter, gucken vielleicht mal vorher bei den Hühnern vorbei. So, mal so ein bisschen was zum Let's Play hier. Also das ist jetzt Folge 1700, weiß der Geier was. Ich habe damit angefangen Mitte Februar 2012. Das heißt, in 2 Monaten haben wir schon die 5 Jahre voll. Das ist ja schon der Wahnsinn. Gucken wir mal, wie das hier aussieht. Ein paar
schaffen es doch immer noch, sich da durchzubacken. So, wie sieht's aus? Freunde. Überfüllung. Wann verbrennt einer? Im Moment nicht. Gucken wir mal unten nach. Vier. Na, schauen wir mal. Fünf. Genau, das war der Schrei von eben. Also es funktioniert alles prima auf. Der 1.10. Und immer noch. Ja, ich nehme ja ab und zu mal auf dem Nitrado-Server aus, wie jetzt. Das seht ihr dann immer, wenn unten die Meldung erscheint, dass das gespeichert wurde. Und ich könnte mir dann auch mal irgendwelche Bausteine hier mitnehmen. Ihr seht dann ab und zu unten links, der Server wurde abgedatet oder gespeichert oder wie das heißt. Danke für die Eier. So. Komme ich da jetzt da hoch? Ah. Ich muss ja dann hier auch irgendwie ein Wegchen bauen da oben hin. Wenn ich das hier auf diesem Podest machen möchte, also hier oben soll das Gericht hin. Und dann möchte ich hier, sagen wir mal, ich hätte mir doch ein paar Steine oder was mitnehmen sollen. Verdammte Hacke, was haben wir denn jetzt hier? Erde, wir haben Fichtenholz. Na gut, dann mache ich das mal, dass ich mir mit Fichtenholz hier erstmal das skizziere, wie es aussehen soll, weil ich im Moment jetzt nichts anderes dabei habe. Kleiner Fehler von mir. Dafür habe ich das Bett, das ist in Ordnung. So, dann bauen wir das mal bis hier so hin, sage ich mal, oder bis da, mal gucken. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und wie weit bauen wir es dann? Bis, ja, wir können es also bis hier bauen. Hier ist ein schöner Rand. Der ist schon zu steil so ein bisschen. Also machen wir das mal bis hier. Zack. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also hier ist die Mitte. Oder? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ne, hier ist die Mitte. So, hier ist 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann ist genau hier die Mitte. Das heißt, wir müssten, wenn wir einen 2 Meter breiten Fluss können wir gar nicht machen. Wir müssen einen 3 Meter breiten Fluss machen. Okay, dann fehlt mir also ein Eimer, aber das ist erstmal wurscht. Also wir werden also hier unseren Fluss bauen. Wie breit ist denn der Fluss da unten? Passt denn das? Die Flüsse sind 2 breit. Ja. Oder wir machen das doch 2 breit und setzen das Ganze dann einen rüber hier. Mal sehen. Also. Fangen wir mal hier an. Skizzieren das Ganze nochmal neu. So, dann haben wir jetzt dann folgendes. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 und wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wir bauen also hier den Fluss lang. Und wir werden das Gericht so bauen, dass es sozusagen auf dem Fluss sitzt. Der Fluss fließt dann ein bisschen tiefer. Das heißt Fluss, das ist ja dann ein künstliches Bauwerk. Wo starten wir denn damit? Oder sollten wir denn vielleicht doch lieber hier irgendwie machen? Aber dann ist das nicht mehr symmetrisch. Ich möchte das ja gerne symmetrisch haben.
So, dann kommt man hier runter. Dann müssen wir irgendwie die Kurve kriegen vor dem Haus. Das wird also recht knapp werden. Na, Mann. Ja, es könnte sein, dass wir direkt da an dem Haus abbiegen müssen, aber das ist kein Problem. Steht das Haus dann halt am Wasser? Das ist ja wurscht. Das soll ja auch meinen Arbeitsplatz darstellen von MacPower Crafter oder MC oder wie auch immer. So, dann machen wir hier mal irgendwo den Wasserfall hin. Ups. Wird das schon wieder rötlich da oben? So, dann machen wir mal unsere Fackelmethode. Jetzt bei dem einen lohnt sich das vor allen Dingen auch. So, es wird tatsächlich schon wieder dunkel. Gehen wir noch einen weiter rein. Genau, dann haben wir hier nämlich einen sehr schönen Wasserfall. Da muss ich mich doch noch mal hochbauen. Und ich muss mir vor allen Dingen mein Bett bauen. Aber der Ausblick ist da natürlich schön. Man guckt sogar da hinten hin, Richtung japanischer Tempel. Wo ist mein Bett? Da ist es.